Ein herzliches Willkommen, liebe FIFA-Zocker da draußen. Die FIFA 12-Demo ist jetzt draußen und bald ist auch endlich die Vollversion da. Und ich bin der Meinung, es ist jetzt mal langsam schon an der Zeit, um zu vergleichen, welches FIFA denn jetzt sich wie weit entwickelt hat. Wie sieht FIFA 12 jetzt aus im Gegensatz zu FIFA 11? Beziehungsweise wie sehen jetzt die neuen Spielermodelle aus? Und wir schauen jetzt gleich mal rein. Ich spiele übrigens am PC hier immer. Und 1080p ist eingestellt, maximale Grafikdetails mit vierfacher Kantenglättung, also nur so viel dazu. Mein System steht übrigens in meinem Kanal drin. Und wir schauen uns jetzt immer den Spieler erstmal bei FIFA 11 an und dann bei FIFA 12 direkt hinterher. Und dann nochmal eine kurze Szene so bei beiden Spielen. Und dann kommen wir am Ende zu meinem Fazit. Ich wünsche euch viel Spaß beim Zuschauen. Und hier haben wir einmal eine Nahaufnahme, das 3D-Gras und Messi im Hintergrund. 3D-Gras hat man hier, wenn man weit unten ist mit der Kamera. Sobald man ein bisschen hoch geht, merkt man nicht mehr viel davon, aber das Gras sieht noch ziemlich gut aus. Also macht einen sehr guten grafischen Eindruck. So, und auch bei FIFA 12 haben wir hier den Rasen in 3D. Ich kann nicht ganz so weit runter mit der Kamera, aber trotzdem sieht man, auch hier ist das so, wenn man halt ein bisschen weiter rauszoomt, dann
sieht man nicht mehr, dass es ein 3D-Rasen ist, aber das ist trotzdem sehr schick, die Textur. Und das macht auf jeden Fall einiges her. Also vor allen Dingen das ganze Gesamtbild. Also ich bin sehr begeistert. Ich bin so begeistert, dass ich dieses Video hier machen musste. Ja, wie fällt das Fazit aus? Wie haben sich die Spieler verändert, verbessert oder verschlechtert? Man weiß es nicht. Ja, doch, ihr habt es ja gerade gesehen. Also ich finde, dass sich die Spieler natürlich um einiges verbessert haben. Vor allen Dingen bei den Spielern, wo man merkt, dass die halt diese neue 3D-Kamera aufzeichnet, Technik hat EA da verwendet, wo die das verwendet haben, zum Beispiel Kevin Prince Boateng oder Dzeko haben wir ja gesehen. Da sieht man einfach eine krasse Veränderung zur Realität hin. Also, ich sag mal, der Detailreichtum ist um einiges höher geworden. Und ja, also die Spiele erkennt man viel besser wieder. Soweit ich weiß, gibt es auch viel, viel mehr Bundesligaspieler, die jetzt mit dabei sind. Und somit haben auch die deutschen Zuschauer und Spieler, Bundesliga-Fans, ja, da mehr bekannte Gesichter dabei und gucken sich nicht immer nur diese Fantasieleute an. Und ja, das finde ich ziemlich gut. Die Staturen von den Körpern sind natürlich versucht, auch immer möglichst realitätsgetreu hier nachzustellen, wie wir hier zum Beispiel sehen: Tevez gegen Villa. Tevez eher der stämmige und Villa der, ja, ruhigere, was sage ich denn, der schmalere, das ist ja der Sprinter, obwohl beide ziemlich schnell sind, aber das kommt hier schon so hin wie in echt. Und bitte nehmt mir nicht übel, falls ich mir wieder irgendwelche Namen wie letztes Jahr nicht richtig ausgesprochen habe. Ja, ich danke euch fürs Zuschauen. Auf jeden Fall, wie wir gerade festgestellt haben oder wie ich festgestellt habe, FIFA 12 hat sich grafisch verbessert. Ist zwar jetzt nicht viel, aber die Details von den Spielern sind um einiges besser. Und von daher ist das Fazit von mir sehr positiv. Ich danke euch fürs Zuschauen. Macht den Daumen hoch von euch und schreibt mir gerne in den Kommentarbereich, was ihr von den neuen Effekten, Details haltet. Hat sich's groß verändert oder nicht? Oder merkt man es gar nicht? Also das interessiert mich mal, was ihr da so denkt. Und dann drückt noch den Daumen nach oben. Ihr könnt auch das Video sehr gerne favorisieren oder mich abonnieren. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Euer Basti.